müssen versuchen, dem Nächsten zu helfen. Das ist nämlich viel wichtiger und auch viel schwieriger, als große utopische Pläne zu schaffen, wie man die Welt von Grund auf verändern und ideal machen wird können. Der Münchner Philosoph Robert Spemann hat darauf in einem kürzlichen Essay verwiesen, dass diese Versuche, das Summum Bonum, also das vollkommene Gute auf Erden zu verwirklichen, unweigerlich in die Unmenschlichkeit führen. Lübbe, der deutsche Publizist Lübbe, hat darauf verwiesen, dass wer glaubt, die Antwort, die endgültige Lösung zu haben, denken Sie an das Wort Endlösung, wer glaubt, die endgültige Lösung zu haben, sich früher oder später berechtigt fühlen wird, die Gewalt anzuwenden. Die Selbstermächtigung zur Gewalt, das ist Lübbes Ausdruck, ist ein unvermeidbares Resultat dieses Denkens. Ich glaube, wir müssen bescheiden sein, wir müssen versuchen, das zu tun, was ich für meinen Hausgebrauch die Kettenreaktion des Guten nenne, das heißt, das Gute im Kleinen zu tun.